Hallo schön Leute und willkommen zurück zu Let's Play Kingdom Hearts 2 im Let's Part. Haben wir auch wieder zum Normal geholfen. Herkules hat seine alte Kraft wieder zurückbekommen. Jetzt kämpfen wir gegen Hades. Hier, frisst die Kugeln von Herkules. Hades, tuck, tuck. Ja, und jetzt können wir Hades auf... Ey, wo ist er hin? Du brauchst gar nicht erst abzuhauen, Hades. Bringt dir nichts. Nimm das. Hey. Hier, nimm das. Da ich durch die Maze komme, habe ich jetzt auch einmal Luftkombo plus 1. Bam. Ja. Nur, dass wir es nicht einsetzen wollten, ne? Au, 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 au. Herkules, I need help. Hier. Zack. Nimm das. Und das. Und hier den schönen Abschlussangriff. Wo denn? Hades ist eigentlich kein schwerer Gegner. Au. Kein schwerer Gegner und er fliegt mir Schaden zu. Und nimm das. Hades, versuch's nicht. Du siehst ja, dass du die Schmerzen hier erleidest von mir. Ja. Nein, 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 nein. Au. Und friss den. Wo ist er hin? Genau, wie soll ich dich... Oh, Hades. Hau nicht ab, ja? Tust du mir den Gefallen? Hey. Nein, nein, nein. Und... Ja. Yeah. Nimm das. Ja, komm, Hades. Nein, 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 nein. Da hat auch mal Methoden gefallen. Hier! Ach komm, Herr Hades. Du hast kaum noch HP. Jetzt stirbt auch. Safe State. Success. Und den Gänsehund auf 50 hauen. Den nehme ich jetzt ruhig. Und was machst du jetzt? Meine Lebensaufgabe war es, andere zu beschützen. Aber wen soll ich jetzt noch beschützen? Vielleicht sollte ich fortan meine eigene Geschichte schreiben. Ja, du hast es verdient, Auron. Nach allem, was du durchgemacht haben musst. Ich glaube, ich sollte euch danken. Nicht nötig. Auch gut. Ich meinte, ein bisschen, dann kann ja nicht schaden. Dann sag auch, was du denkst. Ein paar Worte kann ich wohl erübrigen. Danke für euer Einmischen. Was soll das denn heißen? Seelenwächter. Das legen wir gleich an. Danke, Jungs. Wieder habt ihr ausgeholfen. Aber was redest du denn da? Ihr wart doch die Rettung. Euch gebührt unser Dank. Sora, Donald, Goofy. Und was habt ihr als nächstes vor? Ach, weißt du... Ihr beiden kommt offensichtlich ganz gut ohne uns klar. Eure Körpersprache ist eindeutig. Ja, wir erzählen
besser. Genau, bevor wir uns wieder einmischen. Richtig. Tja, auch ich werde wohl nicht mehr gebraucht. Wenn du jede Herausforderung meisterst, Herk, wen soll ich da noch trainieren? Aber nein, du darfst mich jetzt nicht verlassen, Phil. Ich muss stets in Topform sein, falls Hades wieder aufkreuzt. Ja, komm schon, Phil. Wie sieht's diesmal aus, hä? Lasst mal überlegen. Nein, noch seid ihr nicht weise genug. Noch nicht ganz reif obendrein. Okay, okay, wir haben's kapiert. Ist ja auch nicht meine Entscheidung. Ach, verflixt. Aber da es nur eine Frage der Zeit zu sein scheint, könnte ich euch ja von Juniorhelden zu Helden ins B befördern. Wirklich? Schaut das doch mal! Nicht diese Undiszipliniertheit. Ich sag's ja, zu Helden fehlt euch einfach die Reife. Hey, das geht nicht! Gebt Ruhe! Phil! Lasst mich in Frieden! Sieh doch mal. Haben Sie es also geschafft? Olympus Kolosseum. Wie die Sora, Donald und Goofy sind jetzt Helden. Bei den Olympen. Daher kamen jetzt auch die Sternbilder da und deswegen hat Phil auch geweint. Was ist denn jetzt schon wieder los? So, eine neue Episode hinzugefügt. Ja, da kann man jetzt Turniere machen, aber braucht man nicht. Und ab nach Port Royal. Port Royal? Spielen wir ein bisschen wieder Fluch der Karibik, ne? Ich muss lesen. Das kommt vom Hafen. Kommt, das sehen wir uns an. Okay, aber vorher möchte ich bitte speichern. Und zwar regulär. Wo ist denn der Safe? Ja, eben standet ihr hier vorne, jetzt seid ihr hinten. Ja, und sicher dort. Da. Level 40 dann noch, jetzt Level 41. 4 Level zu hoch für diese... 4 Level über dem empfohlenen Level. Was keine Absicht war. Jack! Zora! Helft mir! Das heißt Zora, Donald und Goofy. Lasst ihr mich wegen Details dahinscheiden? Ja. Ei, ei. Ich wusste gar nicht, dass Zora aus dem Wasser kommt. Nein, Sparrow, ich will dich nicht haben. Außer du hast ein neues Limit oder so, aber... Ich habe schon wieder eine neue Ability, wie jetzt. Ausweichkonto. Ach so. Nein, ich habe das Schlüsselschwert vergessen. Oh. Besiege alle Piraten. Wieso existieren die überhaupt? Wir haben den Flug doch gebrochen. Aber egal. Da kriegen sie halt auf die Schnauze von ihr. Und geben schöne Erfahrungspunkte. Aua. Die Erfahrungspunkte tun weh. Nimm das. Aber sie sind ziemlich anfällig gegen Magie, wie man sieht. Ja, das ist deren Fehler. Nimm das. Bam! Fatality. Ach, ich muss lesen, okay. Diese Piraten waren verflucht. Ich dachte, der Fluch des Aztekengoldes wäre Vergangenheit. Was hat das zu bedeuten? Irgendein Taugenichts muss sich daran vergriffen haben. Oh, verstehe. Ihr traut mir nicht, oder? Ausgesprochen schlau von euch. Immerhin bin ich ein Pirat, Freunde. Jack, Sora. Oh, du warst ein Vibe. Elizabeth.
Das riecht nach Ärger. Scheiße. Warte, Jack, ich brauche eure Hilfe. Die verwunschenen Piraten sind zurück. Will wollte herausfinden, warum. Also ging er zu Isla de Muerta, um den Aztekenschatz in Augenschein zu nehmen. Ich habe Angst, dass etwas passiert ist. Ihr müsst mich zu ihm bringen. Ei, das war ja klar. Wenn ihr ihn retten wollt, dann müsst ihr das schon alleine tun, Miss. Alleine? Wirklich, Jack? Zu der Insel segeln und gegen die verwunschenen Piraten angehen. Ihr seid ein resolutes Fräulein. Auf einen Versuch käme es an. Seid ihr sicher, dass er in Schwierigkeiten ist? Boah, ich kann gerade nicht lesen. Nein, sicher bin ich nicht, aber er ist schon zu lange fort. Ich wollte ja mit ihm gehen, aber er bestand darauf, dass ich hier bleibe. Ich kann hier nicht einfach rumsitzen und nichts tun. Ich muss wissen, ob es ihm gut geht. Was für ein Glückspilz. Bitte, Jack, bring mich zu ihm. Captain Jack, Sekunde. Ich sehe dabei keinen Profit für mich rausspringen. Ich werde euch entlohnen. Andererseits, ihr schuldet Will etwas. Er hat euch einmal das Leben gerettet. Auch wieder wahr. Wollen wir? Okay. Vorher lege ich das neue Schlüsselschwert an. Situationsboost? Ja. Die Reichweite, dann kriegt das hier Donnerrose. Und Safe State. Okay, dann mal auf zu Isla de Muerta. Los, Jack. Warum fahr ich bloß wieder zur Insel? Ja, weil du es kannst. In See stechen. Oh nein. Habe ich jetzt ehrlich gesagt keine Lust drauf. Tschüss. Ja, so kann man die Kämpfe überspringen. Wenn man einfach wieder reingeht und dann nochmal mit Jack quatscht. Weil darauf hatte ich jetzt echt keine Lust. Und nochmal hin. Zack. Die Interceptor, Steuerbord voraus! Das ist nicht lustig, Jack. Wir müssen ihn retten. Okay. Will, wach auf. Elizabeth. Was ist passiert? Die Medaillons. Und die Steintruhe. Jemand hat sie gestohlen. Dann wurden wir angegriffen, aber ich konnte nicht sehen, wer es war. Sein Gesicht war verdeckt von einer schwarzen Kapuze. Die Organisation. Wir entkamen aus der Höhle. Aber der Schurke hat uns eine furchtbare Kreatur auf den Hals gehetzt. So etwas habe ich noch nie gesehen. Ich glaube, ich habe als einziger das Schiff erreicht. Will. Elizabeth. Ich bin etwas erschöpft. Hier kommen wir ins Spiel. Aber bereitet euch gut vor. Wir wissen nicht, was da draußen wartet. Entschuldigt bitte, ihr Lieben, aber euer Captain hat wenig Lust auf eine furchtbare Kreatur. Oh nein, wir segeln in heimatliche Gefilde. Einfach so? Einfach so. Ich hoffe, die Katzen geht nicht schon auf. Nee, ich würde sagen, weiter machen wir jetzt im nächsten Mal. Also dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.